sozial ist, wer Arbeit abschafft. Es gibt so viel Arbeit, wie es Menschen gibt. Arbeit lässt sich nicht gerecht verteilen, ungerecht aber ist es, Menschen an ihrer Arbeit zu hindern. Das geschieht, wenn wir die Arbeit als Wertsache ansehen und mit ihr als Währung handeln. Arbeit ist nicht der Wert, sondern das, was Werte schafft. Die große Tragik der Erwerbsarbeitsfixierung liegt in der Verknüpfung von Arbeit und Einkommen. Das Grundeinkommen löst diese Verknüpfung im Bereich der Existenzsicherung auf und verflüssigt den verfestigten Arbeitsbegriff. Warum soll Arbeit gerecht verteilt werden? Warum soll die Arbeitszeit verkürzt werden? Ist Arbeit etwa ein knappes Gut? Muss sie besser verteilt werden? Wenn man von der Arbeit abhängig ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, lautet die Antwort ja. Arbeitslos nennen wir diejenigen, die Arbeit suchen, weil sie ein Einkommen brauchen, um überleben zu können. Sie bitten um Arbeit. Und wenn ihnen jemand Arbeit gibt, nennen sie ihn Arbeitgeber. Soweit ist es gekommen, dass diejenigen, die arbeiten, die Arbeitnehmer sind. Dann heißt es, vielen Dank, dass ich für Sie arbeiten darf. Oder im Laden, vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft haben. Man bedankt sich bei jemandem, der einem etwas gibt oder etwas für einen tut, aber man sagt doch nicht, vielen Dank, dass ich für Sie einen Kuchen backen durfte, den Sie jetzt mitnehmen. Wenn wir einen Kuchen kaufen, sollten wir sagen, vielen Dank für den Kuchen, vielen Dank, dass Sie ihn für mich gebacken haben und vielen Dank all jenen, die dazu beigetragen haben, dass Sie für mich einen Kuchen backen konnten. Dank dem Mehllieferanten, dem Müller, dem Landwirt, dank der ganzen Welt. Wir leben in einer verkehrten Welt, in der die, die etwas nehmen, Dank einfordern und die, die etwas geben, sich bedanken. Der Grund dafür, wir haben aus der Arbeit ein beschränktes Gut gemacht. Der Arbeitsbegriff steht auf dem Kopf, der Kopf ist am Boden, die Beine hängen in der Luft. Resultat, wir leiden im Überfluss. Die Gedanken werden mit Füßen getreten. Wir produzieren kopflos am Bedarf vorbei. Wer Menschen beobachtet, die ihren Müll auf öffentlichen Plätzen einfach fallen lassen, anstatt ihn zu entsorgen, der bekommt auf Nachfrage oft zu hören, dass sich die Täter als Wohltäter empfinden. Schließlich würden sie ja Arbeitsplätze sichern. Recht haben sie, die Übeltäter. Nur ist es so, dass es nicht sozial, sondern asozial ist, Arbeit zu sichern. Es sorgt dafür, dass sich andere mit unserem Müll beschäftigen müssen. Sozial ist nicht, wer Arbeit schafft. Sozial ist, wer sie abschafft. Sozial ist nicht, wer anderen seinen Müll hinterlässt, sondern wer ihn entsorgt und damit anderen entspart, sich darum kümmern zu müssen. Das gilt nicht nur für den Müll. Ja, verehrtes Publikum, wir kommen schon in die dritte Stunde. Jetzt geht es los mit den Streitgesprächen. Die werden moderiert von Daniel Binswang und ich übergebe ihm jetzt auch das Wort und begrüße das Podium für das Streitgespräch Arbeit. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum dritten Akt. Wir haben ein sehr prestigeträchtiges Panel. Die, darf ich sagen, altgediente Basler Ständerätin Anita Fetz, die ich hier niemanden werde vorstellen müssen, und zu meiner Rechten. Rudolf Mensch, Chefökonom von Economy Suisse, dem wichtigsten Schweizer Wirtschaftsverband und auch einer der wenigen Orte in der Schweiz, wo außer universitär einiges an Brainpower aggregiert ist. Ja.
Dann werden wir noch Zwischenrufer haben, also Störfaktoren. Auf der Pro-Seite ist das Sarah Schilliger, Oberassistentin an der Universität Basel am Lehrstuhl für soziale Ungleichheit. Und auf der Kontraseite, sehr interessant, ein Gewerkschaftsvertreter, Matthias Scheurer, Regionalsekretär des VPOD Basel. Wie Sie alle wissen, ist der VPOD die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes des Service Public. Nun, es wurde schon etwas gesprochen, natürlich schon sehr viel gesprochen bei den kontrovers diskutierten Fragen über Themen, die wir auch berühren werden. Frau Fetz, ich finde es nicht absolut intuitiv, dass Sie hier auf diesem Podium stehen heute. Sie haben einen soliden Ruf als Realo-Vertreterin der Sozialdemokratie, engagieren sich nun dennoch für dieses Projekt. Ich gehe davon aus, dass das zu tun hat mit Ihrer Analyse der Situation des heutigen Arbeitsmarktes und wohl auch Ihrer Analyse der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Weshalb glauben Sie, dass ein Grundeinkommen die beste Form der Absicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein wird? Ja, guten Abend miteinander. Also als Realpolitikerin sind mir natürlich zuerst sämtliche Argumente dagegen eingefallen. Dann habe ich mir gesagt, hopp, halt, Anita, du musst da noch etwas genauer darüber nachdenken. Insbesondere, das ist weniger bekannt, was mein Beruf ist. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Personalentwicklung in Firmen und sehe dort, wie die Dichte, der Stress, auch die Müdigkeit und so weiter zunimmt. Aber das hätte mich noch nicht zu einem Ja animiert, sondern es ist tatsächlich viele sehen das ja so, Analyse, wie wird das in 10, 20 Jahren weitergehen mit unserer technologischen Revolution, die ja im Unterschied zur industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts ein Tempo hat, das nicht nur eine, das hat, das ist in einer Generation, in einer Arbeitsgeneration muss man mehrere Berufe lernen. Und das wird immer mehr zunehmen, dieses Tempo, und es wird sehr viel Arbeit verloren gehen durch die Digitalisierung, durch die 3D, also die Druckervarianten. Man kann ja schon heute Häuser bauen, ich habe das mal gesehen, da kann man ganze Elemente ausdrucken, die man dann mit einem Roboterkranen zusammenstellt. Oder ein erstes Beispiel haben wir ja, wenn Sie ja im Konsi einkaufen gehen, da können Sie heute noch wählen zwischen der Kassiererin und dem Scanner. Ich bin gespannt, wie schnell es geht, bis es nur noch Scanner gibt und keine Kassiererin mehr. Dann ist die Frage, was macht die Kassiererin dann? Ja gut, sie wird Regale auffüllen, wenn das nicht schon der Roboter macht. Ja, was machen dann die Regale auffüllen? Also so kann man das weiter überlegen. Und das Neue, das wirklich Neue, das kennen wir ja heute schon, oder diese Dynamik. Aber das wirklich Neue wird sein, dass auch die qualifizierten Arbeiten, also alle, die JUS studiert haben oder Journalisten sind oder auch in der Medizin, die werden damit konfrontiert werden. Die durchschnittlich juristischen 0815 Arbeiten werden computerisiert erledigt werden. Also es wird den qualifizierten Mittelstand treffen. Und das ist eine andere Form der Prekarisierung, als wir das früher gekannt haben. Also Sie denken, es wird aufgrund eben der Digitalisierung, der Robotisierung der Wirtschaft zu ganz neuen Formen der Erwerbslosigkeit und der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen kommen, und deshalb brauchen wir ein Grundeinkommen, damit alle abgesichert sind, weil das auf klassisch arbeitsrechtlichem Wege nicht mehr möglich ist. Herr Rühli hat sich zu diesem Punkt schon geäußert, hat gesagt, das sei ein vollkommenes Phantasma, dass wir also neue Formen der Erwerbslosigkeit
befürchten müssen. Das ist ein Standpunkt, der in totalem Gegensatz zu allen Diskussionen, die im Moment in der angelsächsischen Welt geführt werden, steht. Es herrscht keine Einigkeit, aber nicht selbst Herr Schwab hat ein sehr alarmistisches Pamphlet verfasst, nicht unbedingt ein Feind des globalen Kapitalismus. Ich glaube, so viel kann man sagen. Es gab diese Oxford-Studie aus dem Jahr 2013 von Frey Osborne, die über die schon Bibliotheken geschrieben, es gibt Björn Holmström und so weiter. Also da wird wirklich sehr offen debattiert. Was ist Ihre Position? Haben wir damit zu rechnen, dass im Horizont von 20 Jahren 47% der heute bestehenden Jobs überflüssig gemacht sind? Oder ist das vollkommen inhaltsleerer Alarmismus? Guten Abend. Es ist schon erstaunlich, dass das WEF einen so nachhaltigen Einfluss hat auf vermehrt linke Kreise. Dass diese These, die eigentlich ein Hype ausgelöst hat in der Schweiz und Europa, fast weltweit, dass die über die Parteigrenzen hinweg wirklich als quasi sakrosankt geglaubt wird, es wird so kommen, wissen wir das überhaupt? In den letzten 100 Jahren waren wir immer falsch mit dieser These. Wieso sollte diese These, dass die Arbeit durch Roboter und Computer ersetzt wird, morgen mehr stimmen, als sie gestern gestimmt hat? Klar gibt eine digitale Revolution, wird Tätigkeiten ersetzen. Vollkommen klar. Aber es wird auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Denken Sie, was wir heute für Produkte und Dienstleistungen haben, die wir vor 10 Jahren noch nicht einmal zu träumen gewagt haben. Wie viele Shops gibt es nur schon von Apple, Samsung und all diesen Telekommunikationsanbietern? Das iPhone wurde 2006 erfunden. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wir denken, das ist schon eine Realität, die für immer so weitergehen wird. Wir kennen einfach die Zukunft nicht. Wir kennen die Jobs, die geschaffen werden, heute noch nicht. Aber wir haben eine Ahnung, welche etwa auf der Verliererseite stehen könnten. Von dem her ist das eine Spekulation in die Zukunft. Und normalerweise ist ja Spekulation auf der Seite von Frau Fetz nicht gerade so ein Modewort, das äußerst positiv besetzt ist. Ja, verstehe ich Sie also richtig. Sie sagen, es ist Spekulation, wir wissen es nicht. Aber wären Sie bereit, diese Sorgen ernst zu nehmen? Oder sagen Sie, es ist Spekulation, um zu sagen, das ist alles vollkommen unseriös? Die Sorgen muss man unbedingt ernst nehmen. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Also wir haben in der Schweiz sehr gute Möglichkeiten, mit dieser neuen mit diesen neuen Technologien umzugehen und davon zu profitieren. Wir müssen die Chancen packen, dass die Arbeitsplätze in der wertschöpfenden Industrie auch morgen hier in der Schweiz geschaffen werden und nicht irgendwo in Indien oder China oder sonst wo. Und das hat einfach mit einem internationalen Standortwettbewerb zu tun, aber wir haben gute, mit der Berufslehre beispielsweise, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, junge Menschen zu qualifizieren für den Arbeitsprozess. Und das ist auch für die Digitalisierung ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Diese 2/3, die eine Lehre machen, duale Berufsbildung, und die universitären Lehrgänge, die sich idealerweise kombinieren. Und wenn wir nicht alles falsch machen, können wir auch künftig hier in der Schweiz einen hohen Wohlstand erleben. Aber er ist nicht einfach Gott gegeben oder sakrosankt. Wir müssen ständig dafür arbeiten, damit es auch so bleibt. Ja, also wir sind ja schon dabei, einiges falsch zu machen. Wir werden sehen, wie das wird mit der Frankenkrise. Wir werden sehen, wie das wird mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiativen. Ich würde, das Downside-Potenzial ist gegeben. Ich möchte Sie aber noch spezifischer fragen. Also Sie relativieren, Sie wollen zwar ernst nehmen, sagen, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Die Fragen im Zusammenhang mit der Robotisierung. Es gibt einen anderen Aspekt und das ist derjenige der Prekarisierung. Auch hier sind wir in der Schweiz im internationalen Vergleich relativ gut aufgestellt immer noch. Wir haben im internationalen Vergleich sehr breit noch relativ solide Arbeitsverhältnisse. Wir haben aber einen klaren Trend auf tiefem Niveau zu stärkerer Prekarisierung. Nicht? Das haben Ecoplan-Studien aus dem Jahr 2003 und 2010 gezeigt. Wir haben im europäischen Umland eine massive Prekarisierung. In Österreich,
in Deutschland, in Frankreich. Es wäre erstaunlich, wenn über die mittlere Frist die Schweiz von dieser massiven Verschiebung im Arbeitsmarkt einfach verschont bliebe. Ist das ein Grund dafür, dass wir neue Sicherungssysteme suchen? Wenn in 10 oder 20 Jahren das Problem effektiv so schlimm werden könnte, ist immer noch dann eine Lösung zu suchen. Heute haben wir Arbeitskräftemangel, meine Damen und Herren. Heute haben wir einen Arbeitskräftemangel. Unsere Unternehmungen suchen händeringend nach Fachkräften. Es ist die andere Sichtweise, die im Moment vorherrschend ist. Jeder, der etwas kann, kann in der Schweiz heute hat eine gute Zukunft, kann sich verschiedene Jobs aussuchen, wechseln. Das ist die beste aller Welten und die beste Sicherungsmöglichkeit für den sozialen Frieden ist eine tiefe Arbeitslosenquote, wo man, auch wenn es mit dem Chef nicht mehr klappt, dass man die Stelle kündigen kann und an einem neuen Ort wieder frisch anfangen. Und ich denke, wir sind also nicht so weit weg von einer relativ guten Situation und wir haben das ziemlich gut hingekriegt in der Vergangenheit. Gut, ich glaube, einen Augenblick, Herr Scheurer möchte dazwischen gehen. Ja, gerne. Ich möchte, guten Abend alle miteinander, ich bin Gewerkschaftssekretär. Ich komme aus der Welt der Arbeit, so wie sie heute real existiert, im Gegensatz vielleicht zu anderen, aber ich muss mich jeden Tag mit dem befassen. Ich stelle fest, und darum habe ich mich jetzt gemeldet, wir haben heute Arbeitskräftemangel. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben heute einen Arbeitskräftemangel und wir haben dazu ein Arbeitsvolumen von unbezahlter Arbeit von jährlich rund 20 Milliarden. Alle die freiwillige Arbeit, vor allem die informelle freiwillige Arbeit, Care-Arbeit, die nicht bezahlt ist, da ist Aufholbedarf. Und ich denke, unsere Bestrebungen müssen dorthin gehen, die Arbeit, die Frau Fetz so als absolut unmöglich, Stress und unerträglich dargestellt hat, erträglich zu machen. Mit Maßnahmen, die zum Beispiel die Gewerkschaften vorschlagen, aber nicht alleine, wir sind nicht alleine. Und zum Zweiten müssen wir doch die Arbeit, die nicht bezahlt ist, endlich bezahlen. Denn die Arbeit, meine Damen und Herren, das wissen wir, das haben wir erfahren, die Erwerbsarbeit ist der zentrale Integrationsfaktor in unserer Gesellschaft. Wir haben Tausende von ausländischen Arbeitnehmern integriert, über Arbeit und wir haben heute ein Problem, wo wir keine Arbeit mehr haben. Das heißt, wir müssen diese Arbeit, die unbezahlt, schattenmäßig irgendwo dahin vegetiert, zu bezahlter Arbeit machen und müssen die Menschen dort integrieren. Das ist der Weg und sicher nicht ein Verteilen von Seed Money über irgendeinen kostenspieligen und schwer zu kontrollierenden Apparat, wie das BGE es verlangt. Darf ich kurz nachfragen? Also Ihr Vorschlag wäre es, Care-Arbeit wird ja hauptsächlich innerhalb der Familien geleistet, Kindererziehung, Pflege von betagten Eltern, solche Sachen. Sie wollen, dass solche Arbeit bezahlt wird, und zwar nicht mit einem Grundeinkommen, sondern spezifisch für die Arbeitsleistung. Also Mütter werden bezahlt, ja. Pflegende Verwandte werden bezahlt. So ist es in der Tat. Und bis heute war Anita Fetz auf meiner Seite. Ich stelle heute fest, sie hat aufgegeben, sie resigniert und sie flüchtet sich in irgendwelche wolkigen Science-Fiction-Perspektiven. Die ist mir neu, ja. Wir waren heute in dieser Frage immer eins. Gut, Matthias, gut gebrüllt, würde ich sagen. Und ich freue mich auf die Initiative der Gewerkschaften zur Bezahlung der informellen Arbeit. Darauf freue ich mich. Ich erinnere mich noch sehr gut, es gab mal eine Initiative, die Arbeit gerecht zu verteilen. Das war auch so etwas eher Utopisches. Also da hat es von der Gewerkschaftsseite ganz anders getönt. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht streiten über das Heute. Ich rede nicht vom Heute. Ich habe übrigens auch nicht dramatisiert, was ich aus den Betrieben, die ich kenne, gesehen habe. Heute, wir haben es in der Schweiz noch sehr gut. Ich schaue einfach schon auf die nächsten 20 Jahre und versuche mir vorzustellen, wie sich das entwickelt. Und da finde ich im Gegensatz zu Ihnen, Herr Mensch,
Warum erst reagieren, wenn die Katastrophe schon da ist? Warum nicht vorher reagieren? Und ich habe hier auch eher die Vorstellung, das ist vielleicht nicht kompatibel mit den Initianten, also ich stelle mir vor, dass man das langsam aufbaut, dieses Grundeinkommen. Sicher nicht mit 2500 Franken von Anfang an. Das ist ein Schutzschild, den man unten aufbaut, langsam und je nach Entwicklung der Arbeitswelt erhöhen kann oder auch stagnieren lassen kann. Entscheidend ist für mich auch, wenn ich die nächsten, auf die nächsten 20 Jahre schaue. Ich bin überzeugt, es geht viel Arbeit verloren und so toll sind dann die Arbeitsplätze auch nicht, die dann neben den hochqualifizierten, topqualifizierten Fachkräften, die wir auch heute suchen, wir haben nicht in jeder Branche, haben wir Vollbeschäftigung, also das, so ist es nicht. Die Arbeitslosenzahl ist zwar niedrig, aber man kann sie, die Dunkelziffer ist in der Schweiz enorm, weil nämlich alle Ausgestempelten ja nicht mehr mitgezählt werden in der Statistik. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Amazon war ja so eine wahnsinns tolle Sache. Ich habe auch gern, finde das toll, wenn ich da bestellen kann. Also ich bestelle unterdessen nicht mehr bei Amazon. Ich habe nämlich in Deutschland mal so einen Bau angeschaut, wo die Angestellten diese Pakete verteilen. Das ist also kurz nach der Sklavenarbeit kommt diese Arbeit. Miserabel bezahlt, keinerlei gewerkschaftliche Vertretung und solche Verhältnisse, Matthias, will ich in der Schweiz nicht. Und darum muss man vorher etwas überlegen. Vielleicht sollte ich an der Stelle Frau Schilliger aufrufen, weil sie, für sie ist ja die Care-Arbeit auch ein ganz zentraler Aspekt. Und sie vertreten aber genau, sind im gegenteiligen Lager. Ja. Ich möchte dafür plädieren, das bedingungslose Grundeinkommen als eine konkrete Utopie zu sehen. Es ist eine Utopie, es ist eine Idee, die mich überzeugt, weil sie eben ganz simpel ist und weil sie über die heutige kapitalistische und sehr erwerbszentrierte und auch sehr leistungsorientierte Gesellschaft hinausweist. Es geht nämlich darum, dass jeder Mensch ohne einen Zwang zur Arbeit, ohne Gegenleistung, ohne eine Bedürftigkeitsprüfung einen garantierten Rechtsanspruch hat auf eine gesicherte Existenz. Ich denke, das Grundeinkommen ist aus zwei Gründen eine Antwort auf Herausforderungen in der heutigen Arbeitswelt, in der heutigen Arbeitsgesellschaft. Das ist erstens eine Antwort auf die Prekarität, davon hatten wir es schon, und damit eben von diesem Zwang, jegliche auch noch so mühsame, auch noch so schlecht entlohnte Arbeit zu leisten. Die Prekarität hat viele Gesichter und sie besteht auch heute schon. Da können ganz viele Menschen, auch hier in der Stadt Basel, ein Lied davon singen. Die Putzfrau, die zu einem Hungerlohn arbeitet, der Dauerpraktikant, der in der Hoffnung auf eine Festanstellung ständig sich ausbeuten lässt. Nicht zu vergessen die illegalisierte Migrantin, die sich nur knapp über Wasser halten kann. Oder auch der Sozialhilfebezüger, der sich auf dem zweiten Arbeitsmarkt verdingen muss. Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, könnten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen diese prekären Arbeiten eher ablehnen. Für wenige Franken Zusatzverdienst zum Grundeinkommen wird sich nämlich niemand mehr diese prekären Jobs antun müssen. Und Erwerbslose könnten nicht dazu gezwungen werden, ebenso prekäre Arbeit anzunehmen. Dies könnte den lohnabhängigen Menschen, und da wäre auch die Gewerkschaft, denke ich, eigentlich interessiert daran, es könnte den lohnabhängigen Menschen eine stärkere Verhandlungsmacht gewähren und damit auch eine Dynamik auslösen, die dazu führt, dass solche Arbeiten entweder entfallen, besser bezahlt würden oder eben von den Arbeitsbedingungen her attraktiver gestaltet werden müssen. Vielleicht würden auch die mühsamen Arbeiten gerechter unter den Menschen verteilt. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat Prekarität als die neue Herrschaftsform in unserer Erwerbsgesellschaft bezeichnet und aufgezeigt, dass diese Unsicherheit enorm disziplinierend wirkt. Und auf diese Form der Unsicherheit ist das bedingungslose Grundeinkommen meiner Ansicht nach eine richtige Antwort.
Daneben ist es eine zweite wichtige Antwort, nämlich hinsichtlich eines Umbaus unserer erwerbszentrierten Arbeitsgesellschaft in Richtung einer Care, einer sorgezentrierten Gesellschaft. Das Grundeinkommen wäre eine Entlastung für Menschen, die einen anderen Beitrag an die Gesellschaft leisten, als das, was als Norm gilt, nämlich möglichst viel Lohnarbeit zu leisten. Andere Tätigkeiten würden dabei aufgewertet und könnten mehr Wertschätzung bekommen. Jene Tätigkeiten, die heute eben gar nicht als Arbeit anerkannt werden, die man oft immer noch als Liebesdienst sieht. Also Arbeit, wofür es meistens kein Geld gibt. Die Frauen wissen, wovon ich spreche, sind aber immer mehr auch junge Väter, die zum Beispiel sich mehr engagieren möchten in der Care-Arbeit und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auch mehr Verhandlungsmacht hätten gegenüber ihren Chefs, Teilzeitarbeit auszuhandeln. Also ich schließe mit dem Plädoyer, eben das bedingungslose Grundeinkommen auch zu sehen als eine Chance in Bezug auf einen Umbau unserer Gesellschaft, in der eben die Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit mehr Wert bekommt und in der wir mehr Freiheit auch als erwerbstätige Bevölkerung haben. Ja, wir haben zwei Aspekte. Auf die Prekarität möchte ich gleich zurückkommen, aber bleiben wir noch bei der Care-Arbeit. Das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz zentraler Aspekt, denn wenn man sieht, was würde ein Grundeinkommen faktisch bewirken, wer würde es bekommen, die ersten Profiteure, das ergibt sich einfach aus den Statistiken, das wären Frauen, weil bei Frauen hat man einen viel höheren Teil der Erwerbslosigkeit, nicht? Bei den Männern sind es 10%, bei den Frauen 20%. Man hat einen viel größeren Teil der Teilarbeit. Man kann das auch kritisch wenden, wie das Herr Rühli getan hat. Man kann sagen, das setzt Anreize, damit die Frauen zurückgehen an den Herd, weil selbstverständlich können es Anreize sein, damit Erwerbsarbeit aufgegeben wird. Oder man kann sagen, das ist ein längst, wie Sie das tun, nicht stärkere Verhandlungsbasis, stärkere Basis für Teilzeitarbeit. Es käme natürlich auch auf die Ausgestaltung des Modells aus, gibt es ein Fading-out und so weiter. Aber was ist denn nun der Effekt? Ich glaube, der Frauenaspekt ist einfach, wenn man real ansieht, wer würde das Geld bekommen? Es wären vor allen Dingen die Frauen. Ist das nun gut, weil es eine längstfällige Förderung ist? Oder wäre es schlecht, weil es letztlich dazu führen würde, dass die Frauen wieder vermehrt aus dem Berufsleben verschwinden? Soll ich ein Beispiel vorrechnen? Nehmen wir einen Haushalt an, ein Paar hat 7.000 Franken gemeinsamer Lohn, beide arbeiten 50%, erhalten also 3.500 Schweizer Franken Lohn heute. Jetzt wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Wissen Sie, was passiert? Man entscheidet sich, dass eine Person 100% arbeitet, die kriegt dann nämlich 7.000 Franken, plus die andere Person kriegt noch die 2.500 on top. Es ist also eine Herdprämie, die man damit einführt. Man zwingt eigentlich einen Teil der Frauen nicht am Erwerbsleben teilzunehmen, weil es nicht vernünftig ist, das zu tun. Und ja. Oder von mir aus können Sie auch die Männer da nach Hause schicken, aber es wird ein Einverdienerhaushalt ist besser, als wenn Sie einen Teil 50% Teilzeit haben, und entsprechend ist es eben nicht auch eine Entschädigung für Healthcare, also für soziale oder Arbeiten im Gesundheitswesen, sondern es ist lediglich eine freie Subvention, die man verfügen kann darüber, ob man etwas tut oder nicht. Also ich würde das ganz anders sehen, Herr Minsch. Ich gebe Ihnen zu, man kann es so sehen, wie Sie das machen. Aber heute, ich sehe das anders, weil ich weiß natürlich, dass eine top qualifizierte junge Frau schafft, oder wie sagt man dem, heute da ist, die wollen eben beides. Die wollen Erwerbsarbeit und Familienarbeit, und auch die jungen Männer wollen beides. Also sehe ich diesen Anreiz gar nicht.
Und dann, 1000 Franken pro Monat, ist das kein Anreiz? Über Anreize können wir nachher reden. Also ab welchem? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich würde das langsam aufbauen, je nach Arbeitssituation. Aber was ich Ihnen nochmals sagen, noch weiter sagen, was haben wir denn heute für Anreize? Heute haben wir den Anreiz, dass top qualifizierte Frauen Teilzeit arbeiten und ihr Verdienst praktisch weggesteuert wird wegen unserem Steuersystem, das völlig falsche Anreize setzt. Also jetzt können wir uns überlegen, wollen wir das ändern oder wollen wir es mit dem anderen, also mit einem Grundeinkommen ändern? Also da können wir jetzt darüber philosophieren. Die Anreize sind per se falsch gestellt. Und ich glaube nicht, ich habe ein anderes Menschenbild. Mein Menschenbild ist, dass heute praktisch alle in irgendeiner Form erwerbstätig sein wollen. Und schließlich sind ja auch alle gut ausgebildet. Also was sollen sie denn mit ihrer Ausbildung machen? Und die jungen und mittelalterlichen Frauen, ich gehöre ja nicht mehr dazu, die wissen haargenau, wenn man ein paar Jahre vollkommen weg ist vom Erwerb, dann ist es auch nicht mehr toll, was man dann für Angebote hat, wenn man wieder in die Erwerbsarbeit kommt. Und ein letzter Punkt zu dem: fast alle unsere Sozialversicherungen, also fast alle soziale Sicherheit, die wir heute haben und die nicht schlecht ist, man könnte sie verbessern, Matthias, da sind wir uns wieder einig, die sind an Erwerbsarbeit gebunden. Und das ist ein Konstruktionsfehler in einer Gesellschaft, die eigentlich auf beiden Säulen beruht, auf der informellen und auf der formellen Arbeit. Und das glaube ich, müssen wir mittelfristig sowieso ändern, ob mit Grundeinkommen oder mit etwas anderem, aber das muss geändert werden. Es kann nicht sein, und heute sind, ja, noch ein Satz, es kann nicht sein, dass heute viele Frauen, die voll sich zu Hause engagieren, eigentlich nur einen Mann weit weg von der Armut sind. Das sind die Realitäten heute. Ja. Gut, ja, Herr Mensch. Ich möchte ein Beispiel machen, um zu zeigen, dass Anreize wirken. Wann waren Sie das letzte Mal bei Migros oder im Coop am Einkaufen? Dann haben Sie vielleicht für 100 Franken das Wägeli zum Auto geschoben. Und wieso haben Sie es zurückgestoßen? Weil Sie einen Franken im Wägeli drin gehabt haben. Und Sie werden... Und Sie werden, wenn Sie 2.500 Franken haben, ist das ein bisschen mehr als ein Fränkli im Einkaufswagen. Es funktioniert, die Anreize werden gesetzt. Nehmen Sie an, meine Frau beispielsweise verdient weniger als 2.500 pro Monat. Ist das rational, dass sie nachher noch arbeiten würde? Sie muss Zeit aufwenden, es hat Kosten, zum Arbeitsort zu gehen. Alle diese Aufwendungen, um am Schluss genau gleich weit dazustehen, wie wenn man nichts getan hätte. Diese Anreize werden wirken. Wir haben ungefähr ein Viertel der Voll- und Teilzeitbeschäftigten verdienen weniger als 3.000 Schweizer Franken, davon viele Teilzeitangestellte. Davon werden einfach einen Teil aus rationalen Gründen nicht mehr zur Arbeit erscheinen und entsprechend zu Kostensteigerungen in der Wirtschaft führen. Aber Herr Mensch, das ist jetzt eine reine Behauptung. Und ich weiß, ihr Ökonomen, ich habe auch Ökonomie studiert, neigen dazu, die Fliegenbeine zu zählen und die gesamte Fliege nicht mehr zu sehen. Ich nehme mal an, ihr habt zu Hause auch noch etwas anderes als nur rationale Entscheide. Ich will Frau Schilliger das Wort geben. Ich möchte nur Herrn Minsch einen kleinen Denkanstoß geben. Herr Minsch, ich weiß nicht, ob Sie heute hier stehen würden, wenn Ihre Mutter so funktioniert hätte, wie Sie das beschrieben haben mit dem Migros-Wägeli. Sie hat ganz viel Arbeit geleistet, ohne dass sie da irgendeinen finanziellen Anreiz hatte. Es ist einfach
eine Tatsache, dass ein großer Teil, und zwar der größte Teil unserer Wirtschaft, darauf beruht, dass es eben Arbeit geleistet wird ohne Entlohnung und ohne diese Anreize. Wir funktionieren nicht einfach nach diesem Anreizsystem. Gut, also das ist die Frage der Herr-Prämie. Ich müsste an Herrn Mensch auch noch eine Frage stellen. Ich finde es wirklich großartig, dass wir hier plötzlich so dezidiert feministische Positionsbezüge von Ihnen haben. Bisher ist für mich Economy Suisse, was Krippensubventionierung, was Ehestrafe, was Steuermodelle, das ganze schweizerische Politiksystem ist organisiert, um die Frauen zu Hause zu halten. Und wenn nun also plötzlich im Zuge der Grundeinkommensabstimmung die große Mobilisierung von bürgerlicher Seite kommt, um den Frauen das Leben zu erleichtern, ich glaube, das wäre ein Erfolg. Ja. Spaß beiseite. Aber das ist der zentrale Punkt ist der folgende. Wir haben, ich habe das vorhin kurz ausgeführt, wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir haben sehr viel gut ausgebildete Frauen. Es ist ökonomischer Unsinn, wenn diese nicht tätig sind. Also wir haben ein absolutes Interesse daran, dass die Frauen sich aktiv am Arbeitsleben beteiligen. Und wenn sie perverse Anreize schaffen, dass die Menschen nicht mehr arbeiten wollen, dann funktioniert die Sache einfach nicht. Ja. Gut, ich vielleicht noch... Noch ganz kurz, dann wechseln wir etwas, das Thema. Was wir gemeinsam haben. Oder? Es gibt eine Gruppe in der Schweiz, die hat heute faktisch ein Grundeinkommen. Das sind die Bauern. Es ist nicht ganz bedingungslos, aber es ist ein Modell, weil die Arbeit wäre ökonomisch nicht verkaufbar, wenn sie nicht stark subventioniert würde mit 3 Milliarden vom Bund, 3 Milliarden Schutzzölle, 1 Milliarde Kantone. Also wir leisten uns heute eine 7 Milliarden Subvention zum einen Berufsgruppe, die ökonomisch nicht überleben könnte. Und wir wollen ja gesundes Essen aus eigener Scholle, wie man so schön sagt, mindestens solange wir es noch nicht in der Stadt produzieren können. Da geht's auch. Also wahrscheinlich sind wir dort politisch nicht weit voneinander weg. Aber das System Landwirtschaft muss irgendjemand finanzieren und das kann man in der reichen Schweiz nur deshalb finanzieren, weil wir reich sind und eine reiche Wirtschaft haben. Eine exportfähige Wirtschaft, die auf den Weltmärkten Erfolg hat. Unsere Produkte können zu einem hohen Preis verkauft werden. Wir sind nicht in der Billigkonkurrenz mit anderen Ländern. Nur deshalb haben wir hochqualifizierte Arbeitsplätze in diesem Land, wo auch hohe Löhne bezahlt werden, die auch wieder hohe Steuern bezahlen. Und damit kann man dann am Schluss auch die Landwirtschaft, meines Erachtens könnte man das etwas weniger expansiv tun. Aber man kann nicht alles subventionieren. Und von dem her muss man aufpassen, dass die Anreize bestehen bleiben für die Unternehmen, hier an diesem Ort produzieren zu können. Wir haben seit der Aufhebung der Mindestgrenze bei der Nationalbank von 1,20 auf jetzt ungefähr 1,09 10% quasi Erlös verloren, Marge verloren. Die Unternehmen kämpfen, die beißen, die versuchen ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, und das ist nicht einfach ein Honigschlecken oder ein Sonntagsspaziergang, sondern da ist wirklich jede Arbeitskraft gefragt und die Unternehmen müssen sich massiv anstrengen. Und von dieser Seite her muss man einfach aufpassen, dass man nicht zu viel Abgaben, zu viel Belast quasi diesen Unternehmen aufzwingt, denn sonst wäre die internationale Wettbewerbsfähigkeit leider dann eben nicht mehr vorhanden. Okay. Herr Scheurer wollte sich noch melden.
Ja, ich möchte zuerst mit einem Bildchen aufräumen, das meine Genossin Anita Fetz wiedergebracht hat, von den armen Frauen, die von Männern abhängig sind. Meine Erfahrung ist eine andere. Der VPD ist eine Frauengewerkschaft. Alle Frauen sind berufstätig, in guten Berufen. Alle wollen weiterarbeiten. Von daher muss ich Herrn Minsch korrigieren und ich muss ihn noch in etwas korrigieren. Das hat er natürlich nicht gesagt in seinem Beispiel. Es ist nicht so, dass der Mann dann nur noch arbeitet, vernünftig. Es gehen nämlich weiterhin beide arbeiten. Aber das Problem ist, dass sie um das Grundeinkommen weniger verdienen. Das heißt, sie werden dann das Grundeinkommen haben, werden weiter arbeiten, aber Ende Monat haben sie keinen Franken mehr. Und das ist eine Seite des Grundeinkommens, die wir natürlich nicht von Herrn Minsch hören, denn Herr Minsch wird das sagen, nein, die Unternehmen, die schauen weiterhin. Aber die Unternehmer, die werden ihre Löhne vom ersten Tag des Grundeinkommens werden sie senken. Das heißt, wir arbeiten gleich viel, wir bekommen Seed Money vom Staat, freundlich, ein Grundeinkommen, aber wir haben keinen Franken mehr. Wir haben gleich viel, wir haben keinen Franken mehr. Ja. Das ist die traurige Wahrheit. Danke. Wir sind jetzt etwas von der Kehrgeschichte weggekommen und immer mehr, es stellt sich die Frage von, wie wichtig sind Anreizstrukturen für Arbeitsverhältnisse. Und das ist ja sicherlich auch ein bisschen der Kern dieses Dissens, wo es unterschiedliche Beurteilungen gibt. Ich gehe auch davon aus, Sie befürchten nicht nur mit Bezug auf Frauenarbeit, sondern beispielsweise auch mit Bezug auf Berufseinsteiger, mit Bezug überhaupt auf Arbeitnehmer im Allgemeinen, dass man eine relativ hohe Ausstiegsquote haben wird. Und Sie haben da offenbar eine ganz andere Haltung. Könnten wir diesen Punkt noch etwas... Also Sie haben einen Punkt angesprochen, den bis jetzt mit den Frauen-Männer-Diskussionen, das ist heikel, wie ich gesehen habe. Aber bei jungen 18-Jährigen, wenn sie 2.500 einfach bar auf die Hand kriegen, wen kann man das verübeln, dass er halt noch ein Jahr länger auf Weltreise geht? Und halt noch ein Jahr länger auf Weltreise, vielleicht noch ein Studium beginnt, dann findet, oh nein, das ist mir zu anstrengend, ich nehme das Nächste. Wenn die Sicherung so total ist, Sie machen das in einer Wege übrigens auch nie. Wenn Sie in einer Wege mit 3-4 Personen zusammenleben, verlangen Sie von jeder Person, dass sie das WC putzt. Weil sonst ist das Zusammenleben nicht möglich. Das ist dasselbe wie in einer Familie. Herr Eichenbercher hat das erzählt, Sie werden den Kindern nie ein bedingungsloses Taschengeld geben. Sondern jeweils dann, wenn es Probleme gibt, dann sagen Sie, aber jetzt müssen wir aufpassen. Und das ist beim Grundeinkommen, muss das auch der Fall sein. Und der Grund dafür, und das ist jetzt keine ökonomische, sondern eine philosophische Geschichte. Welches Menschenbild haben wir im Hinterkopf, oder? Ist das Individuum für den Staat da oder der Staat für das Individuum? Ist es richtig, wenn der Staat Leute unterstützt, die gesund sind, arbeitsfähig sind, Millionäre sind und die nichts dazu beitragen wollen? Ist das richtig? Und ich sage von meiner Perspektive aus, das ist falsch, das ist asozial, wenn man den Solidaritätsgedanken dermaßen überstrapaziert und verlangt, dass man Leute subventioniert, die auf eigenen Beinen stehen könnten, aber es unter diesen Bedingungen nicht wollen. Und da spielt es kein... Wir haben eine epische Diskussion, wie viel Prozent das sind, das wissen wir nicht, das würden wir herausfinden. Aber das ist Gift für eine Gesellschaft, wenn sie ein paar Prozent haben, die das tun, dann müssen sie quasi mehr Steuern leisten, damit eine andere Person in der sozialen Hängematte liegt. Und daher, es ist eine philosophische Frage und meine Sicht ist ganz klar, das Einzelne hat eine Eigenverantwortung und die kann man nicht einfach, sollte man nicht wegdefinieren. Ich habe einfach ein anderes, das haben wir schon gesagt, ich habe ein anderes Menschenbild. Aber ich gehe auch davon aus, es wird vielleicht ein paar wenige Prozent geben, die mit wenig Geld durchkommen wollen. Aber wissen Sie, für mich ist skandalisierend, ist für mich nicht, wenn 2-3 Prozent
nichts anderes machen. Skandalisierend ist für mich, dass heute immer noch ein UBS-Chef 700 Mal mehr verdient als irgendein normaler Mensch sonst. Dass diese Arbeiten vollkommen irreal, absolut irreal entlöhnt werden, obwohl sie nicht halb so viel wert sind, wie was eine Krankenpflegerin jeden Tag macht. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Da möchte ich noch eine letzte Frage. Glauben Sie denn, Herr Minch, es könnte, also es würde sich Ihrer Ansicht nach eben auch diese perversen Effekte haben, könnte es auch marginal positive Effekte haben? Beispielsweise größere Risikobereitschaft in der Laufbahn, größere Bereitschaft zu Fortbildung, größere Bereitschaft, nicht einfach einen Job zu nehmen, weil man muss, sondern dann letztlich auch in Jobs einzusteigen mit höherer Produktivität. Das ist ja eine ganze Reihe von Argumenten, wo man sagen kann, das wäre im Sinne der wirtschaftlichen Effizienz, könnte es auch positive Effekte haben. Das kann durchaus im Einzelfall eine Person motivieren, das würde ich nicht total abstreiten. Sie können das aber heute schon. Sie können heute schon die 2.500 Franken auf die Seite legen und die... Ja, also wenn Sie einen einigermaßen guten Job haben in der Schweiz, wir haben einen Durchschnittslohn, der deutlich über diesen 2.500 ist. Folglich haben Sie auch eine Möglichkeit, einen Teil davon zurückzuzahlen. Das können nicht alle, das ist auch klar. Aber es können in der Schweiz im Vergleich zum Ausland sehr, sehr viele sich eine Auszeit gönnen. Auch eine, das ist in der in den Unternehmungen ist das gang und gäbe, dass sie eine Verhandlung führen, kann ich eine Auszeit beanspruchen, dann wird die Diskussion geführt, wer bezahlt die Auszeit, das ist ein Deal, je nachdem wie hoch dem Arbeitgeber quasi ihm am Herzen liegt, dass die Arbeitsperson wieder da bleibt, desto größer ist die Entschädigung, die er ihm gibt oder ihr gibt. Und von dem her, das funktioniert. Es ist einfach nicht für alle gerade standardmäßig implementiert, aber es ist da. Und von dem her würde ich nicht sagen, dass wir in einer völlig asozialen Welt leben, wo die Menschen Sklavenarbeit haben, sondern es ist im Gegenteil, wir haben in der Schweiz eine sehr vorzügliche Ausgangslage. In welchem Land können Sie nach einer Lehre ein Auto kaufen? Mit dem ersten Lohn und die Leasinggebühr können Sie problemlos finanzieren. In welchem Land können Sie das? Also ein Satz noch. Ja, also ich meine, er hat jetzt das auch ausgeführt. Ich sage einfach nur, ich will nur dazu sagen, ja, in der Schweiz geht es den allermeisten Menschen sehr gut. Und ein paar geht es unanständig gut. Aber das ist kein Argument dagegen. Ich rede von den nächsten 10, 20 Jahren und nicht von heute, morgen oder übermorgen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Verwechslung. Oder? Man redet dann auf unterschiedlichen Ebenen. Und die Zukunft wird sein, dass wir uns dauernd weiterbilden müssen, um diesen aber machen Sie das mal nicht, das kann man, wenn man einen Top-Job in der Verwaltung oder in einem Konzern hat, kann man diese Sachen aushandeln. Aber die Mehrheit der Leute arbeiten nicht so, sondern die sind in KMUs, die sich das, also ich könnte mir das jetzt auch nicht leisten, eine Mitarbeiterin, wenn ich ja so wenig habe, gleich mal ein halbes Jahr freizustellen. Irgendwo müssen wir einen Weg finden, dass die dauernde Weiterbildung wirklich für die Mehrheit der Leute machbar wird, wenn wir die zukünftige Herausforderung in der Arbeitswelt schaffen wollen. Gut, ich setze einen Punkt und ich gebe noch einen Satz an Frau Schilliger, dann ist Schluss. Ja, ich möchte nur noch in die Runde werfen. Ich frage mich immer so, warum ihr so Angst habt, dass die Leute weniger arbeiten. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der ganz viele Menschen krank sind, weil sie einen Burnout haben, weil sie in der Arbeit versinken. Und auch von der Pro-Seite könnte man da sagen, ja, ist doch toll, wenn wir eine Möglichkeit haben, dass wir nicht mehr so gestresst sind, dass es diesen Leistungszwang nicht mehr so gibt, dass wir nicht mehr uns so definieren nur über unsere Lohnarbeit. Ja, dann toll, machen wir das, setzen wir das um. Wunderbar.
Also, vielleicht löst das Grundeinkommen auch die Burnout-Problematik. Ein weiterführender Gedanke. Wir sehen uns schon in 10 Minuten wieder.